Am 3. Mai 2015 fand aufgrund einer Idee und der Initiative von Bürgermeister Heinz Brustbauer der erste gemeinsame Tag der Jugend statt. Und alle machten mit. Der Sportclub, die Feuerwehrjugend, die Jugendtrachtenkapelle, der Tennisclub und die Sportschützen des Heeressportvereins. Die Feuerwehr bot tolle Übungs- und Geschicklichkeitsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Kistenklettern. Auch das Bogenschießen fand regen Anklang. Das Jugendorchester der Trachtenkapelle begleitete mit netten Klängen den Frühschoppen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde die Freispielwiese vor dem Sportplatzareal von Bürgermeister Brustbauer offiziell eröffnet und von Pater Clemens gesegnet. Liebe Besucher, Eltern und vor allem liebe Kinder und Jugendlichen, ich möchte alle sehr herzlich begrüßen zum heutigen Tag der Jugend, zu einem besonderen Tag der Jugend, glaube ich. So etwas hat Mottern noch nicht gesehen. Und ich möchte mich gleich an dieser Stelle bedanken bei allen, die diesen Tag der Jugend heute ermöglichen, bei allen Vereinshofleuten, die wirklich mit großem Entgegenkommen meinem Wunsch gefolgt sind und sich heute hier präsentieren. Wir wollen heute eine freie Spielwiese eröffnen. Und diese freie Spielwiese ist auch ein Wunsch, der schon sehr lange bei den Kindern und Jugendlichen im Raum steht. Und heute wird dieser Raum Wirklichkeit. Unmittelbar hinter dem Fußballtor befindet sich ein großes Areal, das jetzt neu eingefriedet wurde, damit man vom Verkehr unabhängig sein, damit auch der Spielbetrieb am Sportplatz nicht gestört ist. Und momentan stehen nur zwei große Fußballtore dort, aber in kürzester Zeit werden noch andere Spielgeräte zur Verfügung stehen. Lieber Gott, wir bitten dich mit besonderer Dankeschön für den heutigen Tag, für alle Kinder, für alle, die sich einsetzen, dass so viel möglich ist. Segne unsere Jugend, segne auch diesen neu für das Spiel und für alle Kinder geöffneten Platz und alle, die hier an dieser Spielstätte, Begegnungsstätte sich engagieren, und segne uns, unsere Stadtgemeinde, alle Menschen, die jetzt da sind und unsere Heimat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Weiterhin ein tolles Fest. Danke, Bürgermeister, danke, lieber Obmann, lieber Daniel, für euer Engagement. Okay, so.